2 bis 3 Stunden Film. Das Einzige, was wir erklären können vom Equipment her, wir hatten eine Motion Cam an der Tür. Ja. Wir hatten auf der anderen Seite gegenüber der Motion Cam hatten wir die Fotofalle, die Jägerfalle. Da gibt es ein paar sehr interessante Aufnahmen, weil nämlich auf der Jägerfalle Aufnahmen drauf sind, die man aber auf der Motion Cam zur selben Zeit nicht sehen kann. Also da war keine Person, aber man sieht Teile einer Person. Ja. Dann hatten wir das DVR-System natürlich aufgebaut in die verschiedenen Räume. Und dann hatten wir noch eine Full-Spectrum in der Küche. Ja, und teilweise. Und die Sony war teilweise mobil und die Sony war auch mobil. Und im Kinderzimmer haben wir auch eine EVP-Session gemacht mit der Tochter. Da war auch die Vollspektrum-Kamera im Einsatz, die allerdings in dem Fall gar nichts aufgenommen hat. Also natürlich hat sie was aufgenommen, aber keine Ergebnisse. Da ist eher EVP und die K2-Ausschläge, die aber natürlich auf der Kamera Gott sei Dank zu sehen sind. Das ist halt, wie gesagt, die Orb-Küche, kann man sagen. Ja. Also tatsächlich in der Küche war, da war die Hölle los. Mit dem, was man eben Orbs nennt. Ich meine, Orb heißt runde, runde Lichtkugel. Ja. Sie blinken, sie verändern die Form. Sie verändern die Flugbahn. Also kein Staub, keine Insekten. Wir haben Beispiele, werden wir euch auch zeigen, für Lensflare. Ja. Ja, also für die Kamera, für die Infrarotkamera. Hat auch einen sehr netten Orb ergeben, aber den konnten wir debunken. Schade eigentlich, weil der sah echt cool aus. Aber egal. Und trotzdem war da ziemlich viel los. Teilweise ist auch aus Personen sind die Dinger rausgekommen. Ja. Oder in Personen hinein oder in die Richtung. Ja. Zum Beispiel bei Olli die Hand. Ja. Auch manchmal zu den Geräten, bevor die dann hochgingen. Ja. Also die Smellmeter oder auch Skate-Tour. Also Skate-Tour war nicht so stark, aber Smellmeter war interessant. Also die Werte waren auch extrem hoch teilweise. Auch hier wieder mit Abfolge, dass eben ein Orb fliegt und dann geht der EMF-Wert hoch. Also wo man dann auch sagt, es kann halt eben kein Insekt sein. Und wir haben auch ja auch geschaut, es waren keine Insekten in dem Raum. Ja. Definitiv nicht. Und krass ist halt auch, die EVPs sind absolut intelligent. Ja. Das sind nicht irgendwie reingeworfene Kommentare, wie wir es ja auch öfters haben, sondern das sind wirklich Antworten oder Reaktionen auf das, was wir sagen oder was wir tun. Exakt. Und deswegen, wir werden euch jetzt erstmal das Visuelle zeigen. Wir blenden immer kurz Erklärungen natürlich ein, was ist. Danach die EVPs und dann sehen wir uns wieder. Denn trotz allem, wenn danach, als der Fall abgeschlossen war, mussten wir feststellen, der war gar nicht abgeschlossen. Mhm. Aber da kommen wir gleich zu. Bitteschön.
es nicht. Das Licht wirklich glänzt. Ja, am Ehrenmann. Ich weiß nicht. Das Licht wirklich glänzt. Ja, am Ehrenmann. Chris, da, klasse, super. Dankeschön. Chris, da, klasse, super. Dankeschön. Ja, mach mal noch ein, wenn du es bist. Bitte. Ist so orange. Ich spüre was, hier ist was. Ist auch keine Bahn. Obwohl, doch, jetzt ist das Geräusch weg. Aha. Was ist das? Hallo. Wer lässt denn dieses Gerät ausschlagen? Können Sie das bitte in den Raum laut sagen? Wer kann das? Das kam von oben, oder? Kalt. An meiner Hand und vorne. Okay. Ja, es ist aber wirklich kalt. Das machen Sie echt super. Ich bin total von Ihnen begeistert. Ist kalt an meiner Hand und vorne. Okay. Ja, es ist aber wirklich kalt. Das machen Sie echt super. Ich bin total von Ihnen begeistert. Läuft. So sollte es okay sein? Liebend gern getrunken hast. In der letzten Zeit. Bist du hier? Frau Maczynski, sitze ich hier? Es kann auch ein Klopfen sein. An der Wand. Ich setze es mal rein. Anders da ist, als Wanda das Ding dann ausgeschlagen hat. Also zumindest jetzt die Zahl hochgehen. Und jetzt machen wir wie viel? Vielleicht war es nur hier, weil Geburtstag war. Und wenn das die Oma Wanda war, kann er sein. Also wir würden wirklich gerne mit demjenigen sprechen, mit dem wir letzten Mittwoch auch gesprochen haben. Das ist noch nicht ein paar Tage her. Ja, ist so okay, aber dann, das geht doch dauernd. Als wir das letzte Mal hier saßen, am Mittwoch, haben wir nicht. Mach nur mal den Finger hoch. Logisch, ja. Und wenn du das hier sein solltest, hast du auch mal meine Tante, deine Tochter besucht? Alle zu viert da reingehen. Können wir auch machen. Ja, auch machen. Das ist nicht ein Störfaktor, aber ich glaube nicht, weil die Energie ist einfach schon. Ich geh mal rüber. Thank you.
euch aufgefallen, bei uns im Flur ist so eine Art Schrank am Ende des Gangs. Mhm. Und das hat jeder, glaube ich, hier im Haus. Und das höre ich öfters, dass jemand wie so eine Schranktür aufmacht. Ja, okay. Die Schranktür. Das habe ich schon, seitdem ich hier eingezogen bin. Mhm. Aber es war ein bisschen länger, ne? Das war gerade ein komisches Geräusch. Ist hier gerade jemand reingekommen? Sound vom Baby, glaube ich. Weder ich noch wir wollten sie nicht verärgern oder einschüchtern oder sonst irgendwie negativ auf sie reagieren. Wer lässt denn dieses Gerät ausschlagen? Können Sie das bitte in den Raum laut sagen? Das kam von oben, oder? Haben Sie gerade geklopft oder war das woanders? Genau dasselbe Klopfen hatten wir oft. Oder war das woanders? Oft oder war das woanders? Oft oder war das woanders? Ausschlag? Ja. Auch bei dir? Mhm. Das riecht irgendwie so. Das riecht nach Rauch. Ja. Ja. Mhm. Waren Sie Raucher? Haben Sie geraucht? Hat dein Opa geraucht? Ja, aber am Ende musste er aufhören. Ah, guck mal. Weil wir Lungen schälen. Würden Sie gerne eine Zigarette rauchen? Davon hat er ja mal geträumt. Ja, von Zigaretten? Ja, hat ja meine Oma mal erzählt. Hm. Boah, können wir tauschen, so kann ich nicht sitzen. Kann ich auch mal nicht. Klar, tun wir gut eine Zigarette. Und dann rauch es auch nach Rauch. Ja? Ja. Aber es hat keiner geraucht. Vielleicht ist dir jemand gerade gefolgt. Jetzt ist es auch. Leg doch mal die Zigarette mir, was geht. So, ich habe Ihnen was Schönes mitgebracht. Ich weiß zwar, dass es nicht gesund ist, aber vielleicht, wenn Sie Zigaretten mögen, vielleicht können Sie das Gerät einfach mal ausschlagen lassen nochmal. Können Sie vielleicht mal... Mein Haar ist jemand. In meinem Haar. Echt? Ja, das ist mein Haar. Und hier riecht es ja nach Rauch. Mein Haar hat sich bewegt. Hier vorne. Können Sie vielleicht mein mal... Mein Haar ist jemand. In meinem Haar. Echt? Ja, das ist mein Haar. Und hier riecht es ja nach Rauch. Mein Haar hat sich bewegt. Hier vorne.
Könnten Sie die Antwort vielleicht in den Raum sagen? Laut. Es gibt Bock. Wow. Mir hat jemand am Arm gestreift. Okay. Jetzt an, ja, hast du mich erschreckt. Dankeschön. Wo sind die Batterien? Könnten Sie eins der anderen Geräte berühren und benutzen, um sich bemerkbar zu machen? Könnten Sie eins der anderen Geräte berühren und benutzen, um sich bemerkbar zu machen? Um sich bemerkbar. Ja, ob du im Kinderzimmer bist, im Wohnzimmer, im Flur, bitte komm jetzt in die Küche. Ja, das waren soweit die Ergebnisse. Damit sind wir erstmal nach Hause, haben analysiert. Für uns war dann der Fall erstmal eigentlich abgeschlossen. Natürlich waren wir noch weiter am Analysieren, aber dann erreichte uns doch nochmal ein Hilferuf. Ein Hilferuf von den beiden. Und zwar haben die EVP-Aufnahmen gemacht, selber von sich aus, ohne dass wir das wussten. Und haben uns dann die Datei zugeschickt. Beim Auswerten sind dann da ein paar Sachen zu hören gewesen, die nicht so angenehm waren. Da hat es mir doch beim Hören, ich weiß nicht, die Ohren weggefetzt, das Hirn weggefetzt, ist ziemlich unangenehm. Aber vor allem auch sehr kräftig, diese EVPs. Sehr kräftig. Man musste kaum mit Filtern oder mit irgendwie Rauschentfernung arbeiten, die sind klar zu hören. Auch die Klienten konnten das hören. Mhm.
Versteckt sich jemand vor uns? Ich habe das Gefühl, versteckt sich jemand vor uns?
Das, was wir dann feststellen konnten, war tatsächlich, dass dort ein Dämon war. Ein Dämon, tatsächlich, ja. Ihr habt richtig gehört. Aber natürlich jetzt keiner mit Hörnern und sonst irgendwie was, sondern einfach eine Art Entität, die wohl geschickt war und einfach nicht menschlich. Nicht menschlich. Das ist das Wichtige. Ein Dämonunterschied ist eigentlich, es ist eine nicht menschliche, es ist nicht mal eine Seele, es ist ein nicht menschliches Wesen. Es gibt Geschickte, also Erschaffene, künstlich Erschaffene, die schwarze Magie. Und es gibt auch die Wesenheiten, die eben von der anderen Seite kommen, die vielleicht früher sogar Menschenseelen waren, sehr schlechte Menschen, und sozusagen aufgestiegen sind in den Rang des Dämons. Also man darf sich die jetzt nicht vorstellen, wie das, was man in den ganzen Horrorfilmen sieht, die dann teufelmäßig oder sonst irgendwie oder exorzistmäßig durch die Gegend sind. Das ist völliger Quatsch, die sind nicht so leicht zu erkennen. Nee, auf jeden Fall... Hat sich auch versteckt. Ja, es hat sich auch vor uns versteckt. Und jetzt haben wir noch eine Neuerung, was auch neu ist bei Undercover. Wir arbeiten ja jetzt mittlerweile auch mit zwei Medien zusammen, der Sabrina und der Iris, was sich als sehr, sehr hilfreich bewährt hat mittlerweile. Ja. Und wir machen auch jetzt im Falle, wenn wir wirklich auf etwas so Negatives stoßen, eine sogenannte Bereinigung. Das heißt, wir versuchen das wegzuschicken. Oder wir schicken es weg. Musik.